Dieses Video ist übrigens Teil 2. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, schaut euch diesen unbedingt an. Viel Spaß. Ich habe Flood aus Super Mario Sunshine gestohlen und ihn in Super Mario Odyssey gepackt. Jetzt kann ich super schnell laufen, in der Luft schweben und mich hoch nach oben katapultieren. Bedeutet das, Cappy ist jetzt absolut useless? So, Wolkenland. Blöde Frage, schaffe ich es da auch einfach so rüber? Hui. Das Ding ist, wir haben jetzt Super Speed. Könnten Bowser eigentlich jetzt schon abwerfen hier. Bang, 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 bang. Weg mit dir. Jo, Super Mario Sunshine. Woo. Und weg mit dir. Hallo? Ah, danke sehr. Wir sind in Lost Kingdom angelangt. Eigentlich das lustigste Königreich jetzt mit diesem Mod, hätte ich jetzt mal gesagt. Das Ding ist nämlich, Lost Kingdom wird ja Cappy normalerweise entführt. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir können das Ganze skippen, entweder mit dem Meme Tree mit einem sehr gut getimten Jump oder wir nutzen einfach den guten Flood. Das ist normalerweise der Meme Tree. In dem kann man wegjumpen, darauf. Aber das brauchen wir nicht, denn wir machen einfach... Boop. Perfekt. Erster Mond, Lost Kingdom. Easy. Zack. Mond Nummer 2. Boop. Zack, 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 zack. Schade. Oh, was? Ein Mond? So weit entfernt? Nope. Und der nächste. Da drüben haben wir auch noch einen. Bonk. Und der nächste. Ja? Magst du? Ja, dann komm her. Luna wird es ganz kurz übernehmen. Ich kann nicht mal Mario Odyssey. Guckt euch mal, wie riesig Jens Kopf ist. Ja. Jedes Mal das Gleiche. Ja, Big Brain halt. Gedrückt halt und jetzt drückst du zum Beispiel A. Du wirst in die Höhe geschleudert. Wir brauchen noch 6 Monde. 6 Monde. Okay, warte, was ist das hier? Halt gedrückt. Ah, oh lol. Fühl mich noch nicht confident. Kann ich da nicht auch einfach rüber jumpen? Ja, theoretisch schon, aber du fliegen ist cooler. Muss ich dann, kann ich Wasser machen oder kann ich auch Rivalis Sturm machen und dann... Du kannst doch Rivalis... Ist das Rivalis Sturm? Das ist Rivalis Sturm, ganz okay. Genau. Oh, und zwei rüber und gedrückt halt. Ja, genau, und jetzt vorwärts, vorwärts, zwei Hochmuster. Ich dachte in den Cage. Du kannst nicht in den Cage. Oh, kann ich das Vögelchen einsammeln? Das ist der Papagei. Du kannst da hinten auf die Insel. Okay, warte, ich mach wieder... Du einen Long Jump into... Ich mach wieder Rivalis Sturm. Ja, okay, das kannst du auch machen. Jetzt rüber. Ich kann das Spiel nicht. No! Egal, wir machen andere Monde. Shake, 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 shake. Ja, richtig nice. So. Nice. Print auf ihn zu und wirf. Noch weiter vor. Noch weiter. Noch weiter. Sehr nice. Gut. Nice. Ich habe immer Angst bei solchen Dingern, dass ich da runterfliege. Okay, einfach easy, zweiter Mond. Du musst doch gleiten. Halte B, um zu gleiten. Halte ich B. Halte B. Was willst du von mir? Ich halte B. Ach so. Du hast einfach Sturzflug nach unten gemacht. Ich habe B gehalten. Halte B, um zu gleiten. Ich habe B gehalten. Ja, sehr gut. Nice. Ja, ja, ja. Richtig. Nice. 3 Monde brauchen wir noch. Okay. Rivalis Sturm. Oh, oh. Vor der Purple Coin. Irgendwann bekommt es Luna auf jeden Fall hin. Brauchen jetzt noch 3 Monde. Einer ist da oben. Da oben ist einer, ich wollte gerade sagen. Wie komme ich da hoch? Fallen wir einfach auf. Kleine. Oder du nutzt natürlich Flood. Das kannst du auch machen. Das ist ja auch egal. Wo müssen wir hin? Warte, wir können von hier oben mal gucken. Da unten in diesem Cage ist auch noch einer. Wir machen jetzt hier Rivalis Sturm dahin. Du hast gesagt, ich soll da rauf. Ja, ich wusste nicht, ob du da auch die Cutscene triggerst. Aber egal. Ja, sehr gut. So, jetzt ist Cappy wieder frei. I got Cappy again. Und runter. Es gibt Gott sei Dank kein Falldamage in diesem Game. So, aber da muss ich jetzt aimen. Ich kann nicht aimen. Du musst einfach oben stehen bleiben und den restlichen Mond einnehmen. So, und jetzt einfach drüber spielen. Zack. Sehr gut. Sehr gut. Was? Hast du nicht auf das Wasser geschaut? So, da hinten ist noch ein Mond, da ganz links hinten. Ah. Und mit einem Hit. Ah. Die Steuerung ist weird. Die Steuerung ist überhaupt nicht weird. So, und wo ist der letzte? Da hinten ist ein Mond. Da hinten ist auch ich einen Mond. Gefunden. Ja, stimmt. Okay, den kannst du auch einsammeln. Ja, aber wo ist jetzt der letzte kleine Mond? Letzte kleine Mond.
Warte. Da. Nein, das ist auch ein Mond. Das ist auch ein Mond. Lol, rein da. Achtung, du hast kein Wasser mehr gleich. Sehr gut. Nice. Wie kommt man da normalerweise hin? Capture. Lässt dich runterdroppen, wirfst deine Mütze rein und divest zum Mond. So, und den letzten Mond haben wir auch schon gesehen. Ich hab Angst. Ich kann die Distanzen nicht einschätzen, Junge. Ich spiel dieses Spiel nicht. Nice. Jetzt die Kappe auf den Mond werfen. Auf die Welt. Auf die. Sehr gut. Sehr gut. Hast du Lost Kingdom gespielt? So, viel Spaß euch noch, Guys. Ich bin zurück. Ich finde, sie hat das super gemacht, oder? So, wir sind jetzt in New Donk City, wenn mich jetzt alles täuscht, ja? New Donk City bei Nacht. Die Sache ist, es gibt jetzt mehrere Arten, wie wir New Donk City spielen. Variante Nummer 1, wir machen es einfach bei Nacht, indem wir hier runtergehen. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme. Fast. Fast hätten wir es geschafft. Easy. So. Jo. Wieso nutze ich eigentlich nicht Flat? Das ist ja viel einfacher, hier einfach Flat zu nutzen und rüber zu gehen. Wir holen uns einfach mal hier die Checkpoints überall. Und gehen jetzt einfach mal rauf. Wieso gehen wir eigentlich rauf? Hä? Ich bin so lost. Jetzt spiele ich mal 5 Minuten nicht. Und schon nutze ich Treppen. Zack. Ah, mein Gott. Rauf. Geschafft. Easy. Rein da. Wasser aufladen, bitte. Ach, Mann. Das ist alles viel zu eng hier. Gibt's ja gar nicht. Goomba, weg mit dir. So, zack. Oh, mein Gott. Ah! Saved it. So. Hallo? Flat? Flat hat keinen Bock mehr. So, zack, zack. Okay, und rüber hier. Und rein da. Perfekt. Easy. Hallo. Der Wriggler. Mecha Wiggler Bossfight. Oh mein Gott. Das ist unsere Chance. Ja, bum, bum, bum. Gute Arbeit. Ja, ernsthaft? Nochmal. Zap, 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 zap. Krabbel, 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 krabbel. Ich möchte eigentlich nur diesen einen Punkt erwischen hier. Danke sehr. Nice, okay. So, ein Multimond für dich. Perfekt. Sehr geil. Jetzt haben wir Metro Kingdom nur am Tag. So, und jetzt natürlich, weil es viel cooler ist, als diesen Skip zu machen. Viel cooler. Was? Wow, wow. Easy. Nice. Oder auch darüber, gar kein Problem. Easy, zap. So, Pauline, 4 Musiker. Wir haben schon den ersten gefunden, da ist der zweite. Schlagzeuger ist da, wunderbar. Darüber, bitte nächster. Nice. Sehr gut, das wollte ich. Und jetzt machen wir das Umgekehrte. Ah, es ging sich nicht ganz aus. Schade. Nächster Musiker. Mr. Saxophonspieler, ich komme. Oder Trompetenspieler, besser gesagt. So, hallo. Wollen Sie nicht beim Festival mitspielen? Danke sehr. Okay, Stromkraftwerk. Mond? So, genau, perfekt. Ja, bla 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 bla. Nummer 1. Sorry. Nächster Mond. Okay, das Kraftwerk ist jetzt wieder kräftig. Wir haben wieder Energie. Mehr Energie. Ja, an der Festivalparty teilnehmen. Ihr wisst, auch in der 2D-Sektion funktioniert der ganze Spaß. Brauchen ein bisschen Speed. Und Speed. Das war's.
Oh mein Gott. Zap, 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 zap. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt nur noch Donkey Kong. Machen das mit Speed. Müssen es mit Speed machen. Wozu haben wir es sonst? Jo, wir fliegen einfach drüber hinweg. Donkey Kong kann uns gar nichts. Let's go. Und wisst ihr, was wir machen? Vielen Dank an die Teilnahme des Festivals. Kein Ding, ich möchte nur rauf hier. Ja! Oh mein Gott! Schaut euch diesen Ausblick an. Ah, ein Multimond für dich, das ist doch schön. Das Event haben wir es auch geschafft. Kommen wieder zurück. Mario freut sich, alle freuen sich. Bis dann und ciao.